Ministerpräsidentin des Saarlandes ist bei mir, Annegret Kramp-Karrenbauer. Sie gucken so auf meine Kette. Smerlin, schön, ne? Ja, super. Gefällt es Ihnen hier heute? Ja, es gefällt mir. Es ist wie immer ein tolles Ambiente, tolle Stimmung und für mich auch ein richtig schöner Ausklang des doch sehr langen Arbeitstages. Das glaube ich Ihnen, gerade jetzt im Moment. Die Location ist ja verlegt worden. Das war ja ein Kraftakt für Elke Schumann. Können Sie sich vorstellen, also bestimmen können Sie das, was das bedeutet, wenn man so von einem Platz zum anderen wechseln muss? Also zum ersten Mal bedeutet es, dass man kurz vorm Herzinfarkt steht und dass man am liebsten irgendwas an die Wand werfen würde und aufstecken würde. Aber wenn man so ist wie Elke Schumann, dann macht man das nicht. Dann krempelt man die Ärmel hoch und sagt, jetzt erst recht. Und sie hat das wirklich toll gemanagt, sozusagen aus der Not eine Tugend gemacht hier. Und insofern nochmal Chapeau und Kompliment. Es ist ja ein entspannter Abend eigentlich. Können Sie so einen Abend so in aller Ruhe genießen oder steht man gerade jetzt in dieser Zeit auch sehr unter Strom? Nein, ich genieße das wirklich. Es ist schön, viele Freunde auch hier zu treffen, ein tolles Ambiente zu genießen. Das Einzige, was ich bedauere, ich hatte mir so ein richtig tolles Outfit für den Abend ausgedacht, so mit Leder und Glitzer und so. Und dann bin ich jetzt aber vom zusätzlichen Termin noch gekommen in Rheinland-Pfalz und deswegen bin ich in der normalen Arbeitskleidung hier. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen ärgert. Es wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Ich finde, Sie sehen gut aus. Ehrlich. Das ist ganz ernst gemeintes Kompliment. Wie ist denn das? Für mich wäre ja Ihr Job nichts, ne? Weil ich bin viel zu impulsiv. Ich würde wahnsinnig werden. Ich würde Dinge an die Wand werfen und Menschen beschimpfen. Wie schaffen Sie das, dass Sie so ruhig bleiben? Naja, Sie erleben mich ja nicht zu Hause. Also mein Mann könnte Ihnen da schon Storys erzählen, wo ich auch austickere. Aber natürlich, wenn man die Arbeit jetzt auch schon eine gewisse Zeit macht, dann hat man auch viele Situationen erlebt und man weiß auch, es geht immer irgendwie weiter und auf jeden Fall ja, kriegt man so eine gewisse Routine. Aber trotzdem, es gibt auch viele Tage, wo ich mich richtig ärgere und wo ich dann, meistens schnappe ich mir dann den Hund oder irgendwas und gehe raus oder power mich aus oder mache Yoga. Also Yoga ist sehr hilfreich. Machen Sie Yoga? Ja, ich habe vor einem Jahr angefangen mit Yoga und ich kann nur sagen, das Om ist echt... Halten Sie durch? Ich habe auch mal angefangen. Ich halte nie so lange durch, so 3 Wochen und dann schläft es wieder ein. Ich versuche es jetzt seit einem Jahr relativ regelmäßig zu machen. Ist natürlich mit dem Termin nicht so ganz einfach. Also entweder Om zum Beruhigen oder so richtig Hardrock hören zum Aggressionsabbauen. Geht beides und es kommt immer auf die Stimmung an. Was ist Ihr größter Wunsch? Also mein größter Wunsch ist, dass wir insgesamt im Saarland, aber auch in der gesamten Republik so bleiben, wie wir sind. Wir sind eine gute Gesellschaft und bei allen Veränderungen, die jetzt auch kommen, glaube ich, das ist das Wichtigste, dass wir wirklich das, was uns zusammenhält, auch beibehalten. Das ist ein bisschen im Moment im Wackeln und das würde ich mir wirklich wünschen, dass wir das schaffen. Ich danke Ihnen. Ein paar abschließende Sätze noch zur Location, zur Party. Ja, also die Party ist wie immer top. Was soll man sonst sagen? Und die Location hier ist ja mittlerweile einer der begehrten Feierorte im Saarland. Und insofern, so schade es ist, dass wir nicht an einer neuen Location sind, so toll finde ich, dass hier der Ersatz ist. Und es ist rundum gelungen und ich freue mich einfach auf einen schönen Abend. Ich bedanke mich und entlasse Sie zurück zu allen Freunden, die Sie haben hier im Saarland. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön.